Mein Name ist Berthold Röth, ich verlege den Worms Verlag. Unser Programm umfasst kulturpolitische Themen, die die Stadt Worms betreffen, sowie auch regionale Krimis und wir führen auch einen eigenen Kinderbuchbereich. Wir sind engagiert in Sache kulturelle Bildung und möchten eingangs zur Einleitung einen Beitrag über die Aktivitäten der Stadt Worms diesbezüglich zeigen. Wissen Sie eigentlich, wie viele Schülerinnen und Schüler wir in Worms haben? 11.400 in den Klassen 1 bis 13 der berufsbildenden und allgemeinbildenden Schulen. Aber Bildung ist mehr als Zahlen und Statistik. Die Bildung in Worms. Für Waldemar Herder ist das Alltag. Er ist Beigeordneter und Dezernent für Bildung und Soziales. Er kümmert sich um alle wichtigen Fragen. Die Anforderungen sind in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Mir ist wichtig, das Thema Bildungsgerechtigkeit aufzugreifen. Es kann nicht sein, dass in einem reichen Land wie der Bundesrepublik Deutschland der Bildungserfolg von Kindern immer noch abhängig ist von dem Einkommen der Eltern. Deshalb müssen wir für Worms eine Bildungskette entwickeln, in der alle Menschen gleiche Chancen haben, Zugänge zu Bildungsangeboten zu finden und dort Lösungen zu finden. Bildung jedem zugänglich machen. Die Bildungskette. Das fängt an mit der frühkindlichen Bildung, etwa in der Kita. Danach kommen die Grundschulen, wo, wie der Name schon sagt, wichtige Grundlagen gelegt werden. In den weiterführenden Schulen wird breite Allgemeinbildung gelehrt, eine wichtige Etappe für die Heranwachsenden. Die berufsbildenden Schulen sind das nächste Glied in der Bildungskette. Genauso der Hochschulstandort Worms. Und lebenslanges Lernen. Das ermöglicht die Erwachsenen Fort- und Weiterbildung, etwa mit vielfältigen Kursen an der Volkshochschule. All diese Stationen sind wichtig. Sie genießen in Worms höchste Priorität. Deshalb tauscht sich Bildungsdezernent Waldemar Herder regelmäßig mit Oberbürgermeister Adolf Kessel aus. Es geht nur gemeinsam. Worms hat viele Bildungsangebote, doch die sind keineswegs allen bekannt. Hier schafft das Bildungsbüro den Durchblick. Für uns im Bildungsbüro ist es wichtig, Transparenz herzustellen. Das heißt, wir schauen uns an, welche Bildungsangebote in Worms vorhanden sind. Wir schauen, ob es Bedarfe gibt und ob es Lücken zu schließen gibt. Wir informieren mit Flyern, mit Veranstaltungen, mit unserer Homepage, um den Bürgerinnen und Bürgern in Worms einen Überblick über die Bildungslandschaft zu bieten. Klarheit über bestehende Bildungsangebote zu haben, ist auch für meine Arbeit besonders wichtig. Denn ich möchte die Chancen für neu zugewanderte Migranten verbessern, indem ich Wege aufzeige, wie die Integration in Ausbildung und Beruf gelingen kann. Meine Aufgabe ist das Bildungsmonitoring. Ich schaue mir die Bildungslandschaft in Worms an, beobachte diese, analysiere die Daten dazu und gebe die Informationen weiter und liefere damit die Datengrundlage für die Themen und die Projekte, die für die Bildung in Worms relevant sind. Das Bildungsbüro initiiert Partnerschaften, koordiniert Netzwerke und unterstützt die Zusammenarbeit aller Beteiligten. Wie Sie sehen, es hat sich schon einiges getan, aber es gibt noch viel zu tun. Unterstützen Sie uns in der Arbeit. Besuchen Sie unsere Homepage. Ein großes Anliegen für uns als Verlag ist, dass Kinder lesen und schreiben, lernen und beherrschen. Deswegen haben wir uns auch gerne dem neu gegründeten Netzwerk, initiiert durch die Kulturkoordination, zu kultureller Bildung angeschlossen. Unser eigener Beitrag zu diesem Thema ist der Start einer eigenen Edition, zu der zwei Bände erschienen sind. Der erste Band repräsentiert eine Schreibwerkstatt von Kindern, die an einer Schule von unserer Autorin Andrea Liebers durchgeführt wurden. Wir haben darüber mit Andrea Liebers gesprochen. Also die Schreibwerkstätten mache ich ja schon seit 20 Jahren, über 20 Jahren. Sie entwickelten sich aus meinen Lesungen, weil bei den Lesungen die Kinder immer gesagt haben, ich schreibe auch, ich will auch ein Buch schreiben. Dann habe ich gedacht, naja gut, dann machen wir das mal, dann biete ich mal Schreibwerkstätten an.
Und es stellte sich heraus, dass das den Kindern extrem viel Spaß macht. Ich startete erstmal mit, dass die Kinder, jedes Kind schreibt selbst eine mehr oder weniger große Geschichte. Und das überforderte dann aber sowohl die Lehrerinnen als auch mich. Das war innerhalb von, es war dann immer ein Vormittag lang. Und die Kinder haben geschrieben und geschrieben und geschrieben, sodass das viel zu viel war. Dann habe ich überlegt, was kann ich machen, dass es etwas weniger wird? Und hatte die Idee, eine Wir-schreiben-ein-Buch-Schreibwerkstatt zu machen, sodass die Schulklasse aufgeteilt wird in so viel Kinder, also das Buch hat, sagen wir mal, 12 Kapitel. Dann wird die Klasse so aufgeteilt, dass es 12 Kapitel geben wird. Also ganz einfach, wenn es 24 Kinder sind, gibt es 12 Zweiergruppen. Das ist aber nur die äußerliche Einteilung. Das Schwierige ist ja, ja, was schreiben wir dann? Wir brauchen eine Idee. Und die Idee entwickeln die Kinder alle selbst. Entweder es wird vorgegeben, zum Beispiel was Historisches, oder es wird vorgegeben, absolut gar nichts. Dann frage ich, ja, über was würdet ihr gerne schreiben? Über Bonbons. Dann gibt es die Idee, dann wird halt über Bonbons geschrieben. Und dann ist die große Herausforderung, aus der Idee, wir schreiben über Bonbons, eine Story zu entwickeln, die dann tatsächlich in 12 Kapitel eingeteilt werden kann. Und als Beispiel vielleicht mal dieses Erkenberts magisches Drachentor, das mit einer, ich glaube, was die 5. oder 6. Klasse in Frankenthal entstanden ist. Eine Realschule Plus. Und diese Kinder waren erstmal total begeistert. Ey, super, wir schreiben ein Buch, geil. Als ich dann gesagt habe, ja, es soll aber über Nibelungen gehen. Was ist denn das? Und dann war also erstmal die Herausforderung, den in kurzem, kompakten Überblick klar zu machen, wer und was sind die Nibelungen. Und da die ja schon alle wilde Jungs sind und hübsche Mädchen, habe ich dann natürlich vor allem die Drachentöter-Szene mit Siegfried erzählt. Und dann, weil es in Frankenthal gespielt hat und dort tatsächlich ein Kloster mit einem Drachentor steht, war ziemlich schnell da klar, es sollte um Erkenberts, der Klostergründer, magisches Drachentor gehen. Dann sind wir ja aber auch noch nicht weiter, dann wissen wir ja nur, darüber soll es gehen. Und dann ist die große, große Schwierigkeit für alle, die Idee zu entwickeln. Und da kommt es dann auf Inspirationskraft an, die dann ich da eingeben muss. Und das hört sich jetzt wieder viel zu theoretisch an, weil im Grunde genommen sprudeln die Kinder dann los mit Ideen. Und diese ganzen Ideen werden dann geformt zu mehr und mehr und mehr, dass es eine große Geschichte werden kann. Die Idee ist dann da, wird dann gestückelt in zum Beispiel 12 Kapitel und die Kinder schreiben los und sind begeistert und begeistert und begeistert. Die Schwierigkeit des Ganzen für die Kinder ist, die Geschichte muss ja zusammenhängen.